Hi, Ralf und Carsten. Nächste Woche fahren wir nach DrupalCon und wie man hört im Hintergrund wird fleißig gearbeitet hier. Wird bei uns auch fleißig gearbeitet? Machen wir uns nur eine schöne Woche oder was machen wir da überhaupt? Ja, ich hoffe da, dass die Pools gut beheizt sind, weil es eigentlich, das dürfen die Mitarbeiter nicht wissen, dass wir natürlich nur hinfahren, um uns da zu entspannen. So. Ja, okay, dann keine Fotos, Wir haben das teuerste Hotel am Platz genommen und du kommst in eine Absteige, du bist ja auch der Einzige, der da arbeiten wird. Nein, natürlich fahren wir wegen Drupal hin, also ich meine, was ist die Frage? Also, es ist natürlich mittlerweile schon ziemlich anders, zu einer DrupalCon zu fahren, als zur ersten DrupalCon zu fahren. Also bei der ersten DrupalCon in Paris war ich völlig platt, habe 3-4 Stunden Views-Training irgendwie mitgemacht, war dann noch platter, bin eigentlich schlafend von meinem Stuhl gekippt und habe gelernt wie ein Blöder. Mittlerweile fahren wir eigentlich eher hin, um Kontakte zu pflegen. Ja. Mhm. Also da sind genügend Leute aus der internationalen Community, auf die ich mich wirklich freue, einfach wiederzusehen, mit denen abzuhängen und mal rauszuhören, was sie denn jetzt mit Drupal machen, die neuesten Modulideen aufzuschnappen und sich dann halt so einfach anzuhören, was so ist. Ich meine, Drupal 8 ist noch akuter, als es jetzt irgendwie beim Badcamp in San Francisco war. Und mal gucken, was geht. Da war ja gerade vorgestern ein Blogpost zum Beispiel der Blogpost von Dries war von letzter Woche. Da habe ich also die Hammermeldung für mich rausgehört, dass Twig zum Beispiel nicht in den Core kommt. Also vor 2 Tagen war dann halt ein Blogpost, wie wir Twig jetzt doch bitte im Core drin lassen und es nicht wieder rausschmeißen. Und solche Sachen sind einfach super interessant. Ne? Also das wird ein heißes Thema sein auf dem Com, nehme ich an. Ja, Drupal 8 auf jeden Fall. Twig, ja. Ich weiß nicht, wie heiß das wirklich wird. Da gibt es so viele geile Themen, also globaler. Ne? Aber ja, Twig ist für mich eine unheimlich interessante Sache, weil auch wenn ich Template Engines nicht mag, würde ich sie wirklich gerne im Core sehen. Also, okay. Eine DrupalCon ist einfach unglaublich, unglaublich anstrengend. Das macht natürlich total viel Spaß, aber man ist morgens dabei, man ist in den Sessions drin, ja. man spricht mit den Leuten, dann ist es natürlich, wenn wir jetzt nach in die USA rüberfahren, haben wir natürlich auch die Chance, da hier nach Europa, nach Deutschland rein zu berichten. Das heißt, es werden nicht sehr viele deutsche Teilnehmer da sein, was heißt, dass wir auch eine gewisse Ansprüche haben an Berichterstattung, an Bloggen. Wir werden mit den Leuten zusammen essen gehen abends. Wir haben endlich auch mal die Gelegenheit, eigene Mitarbeiter, wir haben jetzt eine Mitarbeiterin, die in den USA arbeitet für uns, die überhaupt mal zu treffen. Also das ist alles unglaublich viel, das ist toll, das macht Spaß, aber es ist wirklich auch platt und danach werde ich nochmal 10 Tage Urlaub machen und die werde ich auch brauchen. Ja, sehr schön. Und so wie ich das verstanden habe, ich werde zum ersten Mal dabei sein und es teilt sich auf so ungefähr in die Sprints und in in den Sessions. Ja. Okay. Naja, ein Tick anders. Also die Sprints sind ja halboffizielles Programm. Und jetzt gerade, weil Drupal 8 auch kommt, besprinten natürlich alle wie wahnsinnig. Also Cathy hat uns ja zugeteilt, dass wir, sobald wir ankommen, in Sprints gesteckt werden, in Arbeitslager und dann war es das erstmal. Also einfach für das Verständnis, also Cathy ist unsere Mitarbeiterin, ja, die in den Staaten ist. Und halt auch unheimlich sehr viel organisiert, ja. Und macht sehr viel um die Community. Und organisiert sehr viele Sprints und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass viele Leute überhaupt an Drupal 8 arbeiten. Ja, okay. Sie organisiert sehr viel Arbeit, sie arbeitet auch mit, aber sie organisiert sehr viel Arbeit. Sie liest die ganzen Issues durch, schreibt Zusammenfassungen, damit die Leute wissen, was zu machen ist, was wichtig ist. Also sie sorgt wirklich für Informationsfluss in jede Richtung, bloggt und wie gesagt arbeitet noch mit und teilweise hilft sie uns bei unseren Projekten auch noch mit. Also deshalb habe ich auch diesmal keinerlei Chance auf Sightseeing und Urlaub, weil Cathy halt alle Sprints für uns organisiert hat. Also, sollte das nicht andersrum sein? Also die Geschäftsführer werden eingeteilt. Nee, die Chance haben wir vertan. Aufträge. Naja, auf jeden Fall. Also die Sprints sind halboffiziell, beginnen aber mindestens schon Samstag vor der Con. So, dann ist es ja nicht nur eine Con diesmal, sondern 3. Symphony ist ja auch da und ich habe die anderen ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Es ist aber auch eine Webcon, die dabei ist. Die fangen, glaube ich, auch am Montag an. Also das Programm ist insgesamt größer, wo man auf jeden Fall mal hingehen kann. Für uns wird es wohl primär so sein, dass wir aber sprinten, ein bisschen bei den anderen beiden mal vorbeischauen und ab Mittwoch fängt die Con dann an. Mittwoch, Donnerstag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, genau. Eigentlich war ja Freitag immer der offizielle Sprinttag. Da wird auch gesprintet, aber das, wie schon gesagt, ist es halt drumherum noch viel, viel mehr. Die sprinten, glaube ich, auch noch fast die ganze Woche danach. Drupal 8 ist jetzt eine wirklich besonders intensive Situation, die wir da haben. Und also deshalb haben wir wirklich 2 Sachen. Das eine ist dann halt mit den Leuten zusammenarbeiten und abends halt, weiß ich nicht, mal nett weggehen. Und dann haben wir halt die Cons mit allen ihren Sessions, allen ihrem super Informationsfluss, wo noch mehr Leute da sind, mit denen man sich dann unterhalten kann.
Mal gucken, was dann die Partys sind. Lallebots haben ja schon irgendwie eine Riesenparty angekündigt. Das wird dann auch ganz interessant. Und dann irgendwie, ja, der macht Urlaub, ich arbeite dann weiter. Naja. Das ist nett. Ja. Und gibt es Sessions, auf die ihr euch besonders freut? Fällt euch irgendwas ein? Ja, da fällt mir natürlich eine Session ein, nämlich die wichtigste Session, die es einfach gibt, nämlich How to Survive and Thrive at DrupalCon von Robert und Jem. Sie zeigen halt den Newbies, wie man halt so mit Drupal und der Drupal-Community so umgeht, und es ist einfach immer ein besonderer Akzent. Also es wird Buch von Drupal gebetet bis Jodeln, also ich freue mich da sehr drauf, wenn gewisse Drupal-Vereinigung aus den Staaten sich mal wieder weigert, das aufzunehmen, wir werden es aufnehmen, ne? Und sofort im Netz verteilen. Und ansonsten, gut, die Dreesnode ist Pflichtprogramm. Er hatte mich ja in, eigentlich sind die Dreesnodes ja immer sehr Standard, und ich finde sie von daher auch relativ langweilig. Wenn man seine Blogpost liest, weiß da eigentlich, was er darüber redet. In Denver war das recht interessant, wenn ich das jetzt gerade nicht mit DrupalCon verwechsel, weil er ja seinen Survey, also seine Umfrage halt aufgeschlüsselt hat. Ja. Und in, was hat er denn noch in also in San Francisco, also beim Badcamp war es auf jeden Fall auch eine andere. War das in München oder war das in Denver, wo das dieses Interviewformat war? Wo die das war drei in München, Leute, genau. Das meine ich eigentlich, was sehr interessant war. Genau. Also bei der Dreesnode bin ich hin und her gerissen. Es ist Pflichtprogramm, ihm sich anzuhören. Er kann einfach sehr standardisiert und langweilig sein, jubelt die Community hoch. Mal gucken, was er dieses Mal macht. Ich habe großes Vertrauen, dass er in den Staaten... habe ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich das Vertrauen, dass er einfach seine Hochglanzpräsentation macht, die von 20 Leuten entwickelt wurde, und dass es echt langweilig wird. Aber Pflichtprogramm. Und ansonsten, ich denke, ich werde mich diesmal hoffentlich etwas wacher als normalerweise in die Core-Conversations setzen und mir anhören, was mit Drupal 8 halt so jetzt abgeht. Das interessiert mich einfach am meisten. Und also sonst interessieren mich Sessions ehrlich gesagt nicht mehr so sonderlich, weil die Sachen kriegt man so mit, liest sie halt und ist halt so dabei. Also mich interessiert dann eher die Leute halt zu nerven, wie denn nun gewisse Dinge wirklich gemeint sind, und dann halt da rumzutingeln oder bei den Boffs dabei zu sein. Wobei Boffs immer so gefährlich sind, weil die versuchen einem Arbeit aufzuhalten, also gehe ich dann doch nicht. Was sind Boffs? Birds of Feathers, das müsstest du besser erklären, wo der Spruch herkommt. Kennst du das? Birds of a Feather, das heißt, oh Gott, jetzt bin ich unter Druck gesetzt. Vor laufender Kamera. Übersetzt wusste es mir keiner zu sagen, aber es ist halt ein englischer oder amerikanischer Spruch, dass es einfach bedeutet, etwas loszutreten und einfach einfach eine initiale Flamme, einen initialen Funken zu geben und von da aus halt loszugehen. Davon kommt das halt. Aber wie schon gesagt, wörtlich übersetzt weiß ich auch nicht, was das heißt. Also ich hätte gedacht, Birds of a Feather heißt irgendwie, dass zusammengehört. Wenn zwei Leute Birds of a Feather sind, dann gehören sie irgendwie zusammen. Vielleicht ist das also das immer. Wie schon gesagt, es sind eher Brainstorming, lockere Ideen. Es werden Konzepte vorgestellt. Ja. Die werden diskutiert und dann kann sich daraus irgendwas entwickeln. Da können Module daraus entstehen oder... Also sind schon recht konkret die Boffs. Also wir denken uns, dass Drupal noch unbedingt dann doch endlich das Kaffeemaschinenmodul braucht. Wie kriegen wir das umgesetzt? Ja, wir schreiben es doch in Java. Nee, wollen wir nicht. Kriegen wir es in PHP hin? Und dann brauchen wir eine IP-basierte Kaffeemaschine und dann geht das schon. Aber so wie ich raushöre, es ist schon ein Schwerpunkt auf Arbeiten. Dafür. Also diesmal auf jeden Fall schon alleine, weil Cathy uns nicht anders lässt. Und ich hoffe, dass All Miles dabei ist, dass der eine Session hält. Ich habe das Programm noch nicht gesehen, ich befürchte es eher nicht. Der ist zurzeit ziemlich anderweitig eingebunden. Ich denke auch. Aber ich habe die Panel-Session letztes Jahr in Denver fand ich enorm, und ich fand es toll, ihn mal persönlich zu sehen, ein paar Worte mit ihm zu wechseln, auch anschließend. Sehr netter, inspirierender Typ. Ja. Und ist das wichtig, wenn man mit Drupal arbeitet, dass man, also wir arbeiten tagtäglich mit so vielen Modulen, die von diesen ganzen Leuten geschrieben werden, macht es die Arbeit ein bisschen lebendiger, wenn man weiß, die Gesichter, die hinter den Modulen stecken? Naja, man hat Ansprechpartner, wo man, also es ist gut, wenn die Leute einen kennen, dass man mit den Fragen, Ideen zu ihnen kommen kann. Und für uns ist eigentlich immer wichtig zu erkennen, welche Module sind sozusagen für unsere Arbeit Mainstream, welche sind wichtig und welche sind nicht wichtig oder führen in eine gewisse Sackgasse. So, die Konzepte auch zu verstehen, aus welchen Ideen heraus manche Sachen so oder anders umgesetzt sind, das ist schon gut. Ja.
Also gerade dieses, kann ich dem Maintainer vertrauen, wird er dabei bleiben, programmiert er so, wie ich es mir vom Standard, also vom Anspruch halt vorstelle, das sind einfach wichtige Sachen und da ist die DrupalCon einfach extrem vertrauensbildend für. Okay, also es geht um Vertrauen und es geht darum, dass man den Ruf von dem Entwickler kennt, und dessen Module man erkennt. Okay. Ja. Cool, und auch zu gucken, ob man teilweise einfach kollaborieren kann. Also manchmal arbeitet man ja selber an bestimmten Ideen und kann das zusammenwerfen. Also Drupal lebt davon, dass das Rad nicht neu erfunden wird und dass alle zusammen halt an was mitarbeiten, was größer ist als die Summe der Einzelteile. Mhm. So, und wenn da halt Synergien einfach entstehen können, ist es einfach nur für alle gut. Für uns, die wir uns Arbeit sparen, für den anderen, wo wir zuarbeiten können und für die Community, weil irgendwas wieder entsteht, was einen Baustein im Ganzen darstellt, der einfach gebraucht wird. Ja, spannende Sache. Ja. Kennt ihr eigentlich Portland schon? Nein, ich bin einmal drüber geflogen. Ja. Bitte? Ich bin einmal drüber geflogen. Drüber geflogen, aber nicht da gelandet. Nee. Okay. Keine Ahnung. Das Video, was sie in München gezeigt haben, war ja eher etwas komisch für uns Europäer. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber das mit dem Radfahrer so, also die Stadt scheint ja einen gewissen, nicht Flair, was suche ich gerade als Wort, sie muss ja eine gewisse Erwartung bei Amerikanern hervorgeben, wenn man so Portland sagt, so wie wir denken, so Berlin, dreckiges Loch, München, trinken alle Bier, so, also das, ne, ist ja klar, dass Hamburg die einzig gute deutsche Stadt ist, ne. Also irgendwie eine große Erwartungshaltung als Europäer kenne ich das nicht. Ich habe gestern mal nach den Verbrechenszahlen gesehen, also es ist wohl immer noch die drittsicherste Stadt, entweder der Region oder der ganzen USA oder so, hat aber auch so seine Ecken, die ganz, 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 ganz schäbig und gefährlich sind, aber also sonst habe ich keinerlei Erwartungen an Portland oder was es ist. Es gibt keine Parks, in denen ich laufen kann in der Innenstadt. Sehr gut. Die sind alle sehr klein. Also können wir alle in Ruhe sprinten, wir müssen nicht um unsere Leben. Genau, so. Da gibt es keine Ablenkung. Ich bin das zweite Mal überhaupt erst in den USA, ich fand das erste Mal total beeindruckend. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Also gerade was ich so an Stereotypenmustern so bis jetzt aufgenommen hatte. Ich fand die Leute sehr offen. Ich finde das Land wirklich faszinierend. Wie gesagt, ich werde hinterher noch mal 10 Tage mit meiner Frau zusammen in 10 Tagen durch 7 Bundesstaaten eine Tour machen. Ich freue mich da riesig drauf. Also das ist diese Weite, das ist einfach enorm. Und du hast deinen Hut mitgebracht von dem letzten Mal. Der ist der Hut habe ich aus Denver von der Waffenmesse. Das war vom einzigen Stand, der nicht irgendwie sich um Totschießen oder Verletzen. Der mit den Gürteln war auch nicht um Totschießen. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Und den Hut fand ich einfach cool. Ich habe ihn sofort mich in diesen Hut verliebt und ich gehe zusammen mit ihm in die Badewanne und ich musste allerdings feststellen, also er ist made in Pakistan. Aber das macht meiner Freude keinen Abbruch. Ja. Sehr schön. Sind ziemlich unzertrennlich. Ja. Ja, dann hoffen wir, dass wir in Portland auch schöne Souvenirs finden und dass wir werden sicherlich währenddessen und nach dem berichten, was wir alles so erlebt haben. Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Das wird klasse, ja. Gut, dann danke für das Gespräch und dann arbeite weiter. Jetzt du auch. Also.